Bonjour und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist Shin Yakuza mit einer neuen Folge von Cyberpunk 2077. Ja, in der letzten Folge haben wir leider einen Verlust verloren. Wir haben Mitch verloren. Ja, wie es weitergeht, erfahren wir jetzt. Das ist richtig traurig, Leute. Abo und Like nicht vergessen, wenn ihr meine Videos nicht verpassen wollt. Und ja, das wird mich sehr freuen. Tschüss. Alter, wie viel stecken die, ey? Und die Drohne muss ich aufpassen. Fuck, Drohne! Was ist denn los, Alter? Matos, zieht das nicht auf Kopfschuss. Wie stecken die denn? Ey! Boah, jetzt reicht's aber. Ein Fall! Alter, das ist gerade nicht so schwer, das ist gerade echt schwer, Mann. Verdammt.
Ach komm! Ich weiß nicht, wie viel die stecken, ey. Ergib dich! Ich bin drin. Hellmann, er muss hier irgendwo sein. Weiter geht's. Mach die scheiß Tür auf. Ach so, da. Wer schickt dich? Hey, ganz ruhig. Wir müssen reden. Hey. Yorinobu Arasaka? Willst du mich zurückbringen, oder? So ein dreckiger Hosenscheißer. Entweder heult er gleich oder rennt weg. Stopf ihm endlich das Maul. Kein Fan, vermute ich. Er ist auch nicht gerade ein Fan von dir. Der Pisser weiß gar nicht, vor wem er mehr Angst haben soll. Vor dir oder Arasaka? Nimm's nicht persönlich. Du wolltest doch Takemura informieren, wenn du Hellmann hast. Ja, Sekunde. Ich ruf ihn an. Ach, stimmt ja. Denk dran, du hast Hellmann. Das ist ein fettes Ass im Ärmel. Versuch, was damit zu erspielen. Takemura hat mir das Leben gerettet. Schon vergessen? Weil es für ihn von Vorteil war. Reine Eigennützigkeit. Du kümmerst ihn einen Scheiß. Takemura, gute Nachrichten. Ich hab Hellmann. Lebend? Was hat er gesagt? Natürlich lebend. War nicht gerade sonderlich gesprächig. Ich bringe ihn ins Sunset Motel. Ich bin unterwegs. Behalt ihn dort, bis ich ihn treffe. Verstanden. Bis dann. Erstmal. Nee, doch nicht. Bring ihn besser irgendwo hin, wo ihr in Ruhe reden könnt. Ja. Ja.
glaub, deine neuen Schumbas sind da. Ist er das? Das ist er. Bring ihn raus. Wirf ihn aufs Motorrad. Nicht bewegen, okay? Die Kavallerie ist da. Mitch hat ein paar Aldecaldos gerufen. Alles sicher. Uns hat niemand auf der Straße gesehen. Aber wir sollten trotzdem verschwinden. Was hast du mit ihm vor? Ich muss dir ein paar Fragen stellen. Ich muss ihm nur ein paar wichtige Fragen stellen. Dann hoffe ich, dass du ein paar wichtige Antworten kriegst. Saul. Hier ist alles erledigt. Alles sicher. Ich hab gehört, Mitch verdankt ja sein Leben. Wie und Panam. Die beiden haben meinen Arsch zusammengerettet. Ich hoffe, er war es wert. Saul, ich habe versucht, Scorpion zu warnen, aber er... Vielleicht kann ich irgendwie helfen? Ich glaube, du hast genug getan. Ich wollte ihn aufhalten. Na klar, dreh dich einfach um und scheiße auf alles. Darin bist du ja der Beste, nicht wahr? Danke für die Hilfe. Ich muss euch danken. Du hast uns geholfen, wir helfen dir. Sichere Heimreise. Scheiße, verdammt. Mach dir keine Sorgen wegen Saul. Mach dir keine Sorgen wegen Saul. Der kriegt sich schon wieder ein. Ist mir sowas von egal. Du bist ihm aber nicht egal, Panam. Als er gehört hat, was passiert ist, hat er uns befohlen, euch zu folgen. Er hat sich Sorgen gemacht, dass dir was passiert. Er hat das... Hört zu. Vielleicht versteht ihr euch gerade nicht. Aber du gehörst zur Familie. Und Saul würde alles für die Familie tun. Ich frag mich halt, ob ich echt noch zur Familie gehöre. Hey, das weißt du genau. Komm zurück zu uns. Versteh schon. Tut mir leid, das eben. Manchmal wird's bei uns ein bisschen überdramatisch. Aber ich klär das schon. Und du pass auf dich auf, okay? Vielleicht solltest du... Was willst du jetzt machen? Und? Was jetzt? Zurück nach Night City? Ja, ich meine, glaub schon. Ich muss mal ein bisschen nachdenken über alles. Vielleicht solltest du mit Saul reden. Saul, Mitch, sie behandeln dich wie ein Mitglied der Familie. Gib ihnen doch noch eine Chance. So einfach ist das nicht. Ist es in keiner Familie. Sie kommen, ihr habt eine Minute. Hauen wir ab. Ich verzieh mich auch. Pass auf Scorpions Motorrad auf. Ist jetzt deins. So, wir haben Helm an. Sitzen. Hey. Wo bin ich? Was ist das hier? Ein Motel, mitten im Nirgendwo. Welches Nirgendwo genau? Spielt keine Rolle. Du wirst hier eh nur in Begleitung rausspazieren. Warum sind wir hier? Ich will über deine kleine Erfindung reden. Den Biochip für Arasaka. Na gut. Aber ich will erst etwas wissen. Du wurdest nicht von Yorinobu Arasaka geschickt. Nein. Das bedeutet, du musst ein Angebot für mich haben. Wenn dein Boss mehr als Kang Tao bezahlt, dann können wir reden. Ich habe ein Problem und du wirst mir helfen. Nö, ich habe kein Angebot. Kleines Missverständnis. Es gibt kein Angebot. Was willst du dann? Ich habe Silvers Konstrukt in meinem Kopf. Ich habe Silverhands Konstrukt in meinem Kopf. Ich verliere buchstäblich meinen Verstand. Und es wird noch schlimmer werden, wenn ich es nicht entferne. Davon stand nichts auf den Werbeplakaten. Nicht mal kleingedruckt. Silverhand? Konstrukt? Das ist unmöglich. Wo hast du diesen Biochip her? Ich habe ihn... Ja? Ich habe ihn Yorinobu Arasaka gestohlen. War ein Job,
Aber die Klientin hat mich hängen lassen. Und du dachtest, der beste Aufbewahrungsort wäre dein eigener gottverdammter Kopf? Ehrlich gesagt war die Idee nicht schlecht. Das Konstrukt hat mich rebootet, als sich mein Kopf eine Kugel eingefangen hat. Ich wusste, Yorinobus Plan würde schieflaufen. Aber so habe ich mir das nicht vorgestellt. Arasakas Premium-Tech hat echt die Straße erreicht. Du musst den Biochip aus meinem System entfernen. So einfach ist das nicht. Komm schon, du hast das Teil gebaut, oder? Also, wo ist das Problem? Wenn du die Wahrheit sagst, dann trägst du eine neue, experimentelle Version des Biochips. Ich weiß, man kann sie nicht einfach rausziehen. Man kann sie nicht einfach rausreißen. Mein Ripper-Mann. Ist das einem verfickten Straßendock gezeigt? Wer weiß noch davon? Ich brauchte Hilfe. Oder dachtest du, ein Kang Tao AV abzuschießen, wäre mein erster Gedanke gewesen? Was macht diese Version anders? Ein anderes Engramm? Mit etwas mehr... Bewusstsein? Aggressivität? Der Biochip ist das einzigartige, nicht Silverhands Engramm. Der Vorgänger wurde nur dazu benutzt, mit vorgespeicherten Engrammen zu kommunizieren. Und er war verdammt selten und hat ein Vermögen gekostet. Ja. Der hier ist sogar noch seltener. Er soll ein Engramm in einem neuen Körper installieren und aktivieren. Als ich Arasaka verlassen habe, war das Projekt noch in der Testphase. Wie genau sollten sie funktionieren? Wie genau sollte diese neue Version denn funktionieren? Wolltet ihr, dass das Engramm Leute aus ihrem eigenen Körper schmeißt? Ist der Scheiß beabsichtigt? Während der Tests gingen wir davon aus, dass der Wirt während der Implantation neural unbeteiligt sein würde. Du meinst tot? Ja. Was das, was dir passiert ist, umso interessanter macht. Wie könnte ich diesen Person den Biochip leisten? Was kostet die Unsterblichkeit? Wer könnte sich so eine Tech überhaupt leisten? Niemand. Das Modell sollte im Haus bleiben. Die Anfertigung des Prototyps war Saburo Arasakas direkte Order. Er beaufsichtigte das Projekt höchstpersönlich. Also hätte ohne Yorinobu niemand je davon erfahren. Und ohne dich wäre das Projekt nie ein Erfolg geworden. Das ist wahrlich ein Durchbruch. Dein Tech funktioniert, gratuliert. Jetzt hol sie raus. Muss ein Glücksbild sein. Was habe ich doch für ein Glück. Ich bin was ganz Besonderes. Also wirst du mir helfen? Sieh an. Ich muss sie mir erst ansehen. Ich vertraue dir nicht. Langsam. Wir kennen uns kaum. So schnell vertraue ich dir nicht. Wie hast du dir das sonst vorgestellt? Wenn du willst, dass ich dir helfe, muss ich dich erst untersuchen. Okay. Okay. Als ob. Kann ich fassen, dass ausgerechnet dieser Anzug uns helfen wird. Oh, verdammt! Was ist? Was ist? Was für ein Jammer, dass ich ihn nicht näher untersuchen kann. Ja, scheiße. Du hättest auch sein Versuchskaninchen sein können. Sag mir, wie ich ihn loswerde. Ich fürchte, ich habe schlechte Nachrichten. Dein neurales Netzwerk ist vollständig verkümmert. Ohne den Chip kann es nicht mehr funktionieren. Ich könnte dir allenfalls... Uhu, Zeit zum Falschen, Baby. ...ein gutes Hospiz in Schweden empfehlen. Dort würde man dich durch die letzten Abschnitte begleiten. Die Schmerzen minimieren. Du sagst, der Projekt sei in der Testphase gewesen. Moment, du meintest, das Projekt war in der Testphase. Du weißt also nicht, wie es enden wird? Doch. Ich habe gerade gesehen, wie das Konstrukt dein Gehirn verschlingt. Es ist dazu programmiert, seine neue Umgebung zu dominieren. Um jeden Preis. Und dein kleines Matschhirn ist hilflos dagegen. Also wird das Engramm früher oder später siegen? Ja. Und von dem, was man sich über Silverhand sagt, scheint das genau sein Stil zu sein. Sieht aus, als wäre ich zu einer Arasaka-Legende aufgestiegen. Was genau passiert mit mir? Was genau geht in meinem Kopf vor? Sag du mir das. Wie ist es so, zwei Persönlichkeiten zu haben? Ist ja nicht so, als würdest du Stimmen hören. Du bist gleichzeitig du selbst und Silverhand. Ich kann ihn sehen und mit ihm reden. Ich kann
kann ihn sehen und mit ihm reden. Ihr redet nicht. Aber ja, ich verstehe, was du meinst. Hast du bemerkt, wie das Konstrukt auf deine Entscheidungen Einfluss nimmt? Jetzt reicht's aber. Was meine Entscheidungen angeht, ist Johnny nicht mehr als eine Stimme in meinem Kopf. Er mag andere Meinungen haben, aber er hat keine Kontrolle über mich. Stimmt absolut. Du bist echt ein verdammt sturer Wirt. Keiner von euch gewinnt die Debatte. Die Ansichten verlagern sich nur, langsam aber sicher. Was meinst du? Wie meinst du das? Du wirst langsam Dinge tun, die unvorstellbar waren. Zumindest für dein altes Ich. Und du weißt ganz genau, wie er drauf war. Ein Fanatiker. Ein Terrorist. Ein Selbstmordattentäter. Du ein Wichser. Und ich soll dich angeblich darum manipulieren wollen? Darum halte ich es für besser, dass du in diesem Stadium klinische Isolation in Betracht ziehst. Wenigstens hat Johnny sich nie fürs Geld ficken lassen. Wenigstens hat Johnny sich nie wie du für Geld ficken lassen. Verteidigst du ihn? Oder ist das Johnny, der da spricht? Lass mich raten. Er hat schon versucht, deinen Körper zu übernehmen. Oder? Nur für einen... Nein. Hörst du das? Könnte lustig werden. Johnny? Ich mach nur Spaß, aber pass auf. Der Anzug versucht, dich zu belabern. Gut. Genug davon. Weißt du was? Das reicht jetzt. Willst du nur Zeit schinden? Weil es momentan so klingt, als wolltest du mir erklären, dass du nutzlos bist. Ich meine, in dem Fall kann ich dir einfach ins Hirn schießen und uns beiden Zeit sparen. Na, endlich. Ich werde versuchen, dir zu helfen. Wenn du mit mir zu Kang Tao kommst. Versuchen reicht nicht. Ich glaube fast, du willst dich bei den Chinesen einschleimen. Auf meine Kosten. Weißt du überhaupt, wie viele Daten in deinem Kopf sind? Selbst wenn ich dir nicht helfen kann, muss ich die Daten retten. Ja, fick mich und gib mir Tiernamen. Der Typ hat gerade zugegeben, dass du recht hast. Vergiss Kang Tao. Hast du noch andere Ideen? Wenn du meinst, jemand anders könnte dir helfen, dann könnte ich dir die Blaupausen geben. Vollständige Dokumentation des Projekts. Kang Tao hat mir ein großzügiges Angebot dafür gemacht. Du hast sie bei dir? Muss er ja. Ohne die ist der Flachwichser wertlos. Wie? Takemura? Was macht der hier, verdammt? Er hat selbst noch ein paar Fragen an dich. Wenn du nett bist, rettet er vielleicht sogar deinen Arsch. Ich bin fast fertig. Los, die Blaupausen! Besser als nichts, sofern wir jemanden finden, der das Tech-Geblubber versteht. Saburo Asasaka. Was hast du mit ihm vor? Was willst du mit ihm machen? Das weiß ich noch nicht. Meinst du das ernst? Du kennst mich. Ich kann sehr spontan sein. Aufstehen, okay, Goro, er gehört dir. Er gehört ganz dir. Ich lasse euch beide allein. Ich hoffe, wir können uns einig werden. Das ist in deinem besten Interesse. Wie? Das werde ich nicht vergessen. Diese Hitze. Kehle ist noch ausgetrocknet. Scheiße. Hier nicht mal ein Glas Wasser. Zieh dir das hier mal rein. Inakzeptabel. Unmensch. Du bin ich nicht. Das wissen noch die. Hier kommst du heim. Nein. Ach, diese Wichser! Warum reden wir darüber? Juhu! Eine weitere Rede. Du bist echt paranoid. Du bist echt paranoid. Siehst du denn nicht, wie die Konzerne unsere Welt Stück für Stück zerstören? So blind kann doch keiner sein. Ich will jetzt nicht mit dir diskutieren. Warum reden wir darüber? Was immer du sagen willst, sag's. Dir frisst doch was am Kot. Das merke ich. Ich wüsste gerne, wie du tickst. Damit ich weiß, mit wem ich's zu tun habe. Erst dachte ich, du hattest einfach nur Pech. Aber jetzt weiß ich, was dein eigentliches Problem ist. Du warst ein Kind der Badlands. Die Familie war alles, was du hattest. Aber in NC bist du ein Niemand.
Das Beste, was du noch kannst, ist von Scavs klauen. Du bist so ein Arschloch. Und du ein Haufen Scheiße. Vielleicht passen wir doch ganz gut zusammen. Du weißt ja viel über meine Vergangenheit. Naja, ich sehe Bilder aus deiner Vergangenheit. Genau wie du aus meiner. Ich habe Angst, mich selbst zu verlieren. Warum kannst du nicht... Ich habe echt Angst davor, deine Erinnerungen irgendwann für meine zu halten. Scheiße. Wenn das in beide Richtungen geht, werde ich damit leben müssen, dass mich der große Dexter Deshawn gefickt hat. Ob ich es merke, wenn ich zu dir werde? Werde ich denn was merken? Oder wird es eher so, dass ich mich frage, wovor ich eigentlich Angst hatte? Du verlierst dich selbst. Mehr weiß ich nicht. Das Schlimmste, was ein Mensch erleben kann. Wie ist das so in einem anderen Körper? Wie lebt es sich so in meiner Haut? Naja, das meiste ist entweder zu groß oder zu klein. Und deine Hormone sind ein Albtraum. Außerdem nervt die Verzögerung zwischen Sehen und Fühlen. Wenn du von der Pizza abbeißt, merke ich erst nach Ewigkeiten, dass du dich verbrannt hast. Und ich habe früher keine 5 Minuten ohne Zigarette überlebt. Ich brauche echt Nikotin. Glaube, ich gewöhne mich langsam dran. Aber toll ist anders. Was willst du wirklich von mir? Sag mir doch einfach, was du willst. Was du wirklich willst. Hilf mir einfach, meine Rechnung mit Arasaka zu begleichen. Das ist alles. Du hast keine Ahnung, was du willst. Du hast ein klares Ziel wie ich. Du kannst nie still sitzen und es... Komm, wir hauen ab. Du willst Arasaka zerstören und begraben. Ich will alles. Nur nicht unter die Erde. Wir haben beide unsere Ziele. Und sie passen gut zusammen. Du brauchst Mikoshi, um dein Leben zu retten. Ist das erstmal erledigt, mache ich den Laden platt. Mann, du denkst immer bloß an das eine. Ja, ich werde nicht antworten. Okay. Ich sag dir, warum ich Arasaka stürzen will. Aber nur einmal. Willst du es hören? Ja. Schieß los. Ich habe erlebt, wie Konzerne den Bauern Wasser und Land geklaut haben. Ich musste mit ansehen, wie sie Night City in einen hoffnungslosen Ort voller zerstörter Träume und leerer Taschen verwandelt haben. Konzerne kontrollieren uns, nehmen sich, was sie wollen. Neuerdings sogar unsere Seelen. Stimmt. Hast wohl recht. Da kann ich nicht widersprechen. Wie? Ich erkläre doch keinen Krieg, weil mir der Kapitalismus auf den Sack geht. Oder ich längst vergessenen Zeiten nachweine. Dieser Krieg ist ein Bürgerkrieg gegen ein System, das außer Kontrolle geraten ist. Ein Kampf gegen das ganze Scheißsystem der Entropie. Kapierst du's nicht? Ich tue, was sein muss, um die aufzuhalten. Wenn ich töten muss, töte ich. Und wenn ich deinen Körper brauche, nehme ich ihn mir, verdammt nochmal. Scheiße, verdammte, verfickte Scheiße! Ach, du kapierst es nicht. Aber das wirst du noch. Echt krass, ey. Ich mag den. Ob ich mir egal, ob der böse ist. Ich mag Kenny Reese. Moment.
So, wie ist der neue? Ich habe was Dringendes für dich. Irgendwer holt die Drohnen meines Kumpels vom Himmel. Sieh dir die Koordinaten an und finde was aus, wer es ist. Details an. Ah, fick dich! So, nochmal von vorne. Boah, Alter! Ich habe was Dringendes für dich. Irgendwer holt die Drohnen meines Kumpels vom Himmel. Sieh dir die Koordinaten an und finde raus, wer es ist. Details anbei. Mann! Mann! Ja, was ist das denn?